Folge 49 und nun wird es Zeit, endlich aufzudecken, was Team Galactic hier am Wahrheitsufer alles so treibt. Wir müssen Lucia helfen, hieß es von Professor Eibe und das werden wir doch jetzt gleich mal machen. Wolf! Das ist Team Galactic! Und sie haben das Pokémon des Sees! Oh nein, sie haben es schon. Ich kann nicht gegen diese Person an. Ich kann nicht, natürlich. Oh, dann werde ich ihr jetzt mal ordentlich was... Mars, oh, dieses Gesicht. Es weckt schlimme Erinnerungen. Ich meine das, was beim Windkraftwerk vorgefallen ist. Wegen dieses kleinen Vorfalls habe ich eine ganze Menge Ärger gekriegt. Und was machst du für ein Gesicht? Du erinnerst dich doch an... du erinnerst dich doch noch an mich. Ja, Mars. Schön, was soll's auch. Ich sag dir, wer ich bin. Ich bin Mars, Commander von Team Galactic, zumindest einer von ihnen. Was stellt ihr da? Irgend so ein Liebespärchen, das zu Hilfe eilt? Gut. Keine Chance. Nicht die geringste. Ihr werdet alle zugrunde gehen. Bam, Team Galactic, episch, Bossfight. Commander Mars. Und wir fangen natürlich super geil an mit einem paralysierten Xerox. Scheiße. Das ist gar nichts gut. Aber weißt du was, Xerox ist so imbar. Der macht das auch so. Okay, warum schießt der Flammen aus seinem Arsch? Das ist uncool. Extrem uncool. Xerox, nein. Oh ja, bitte sei nicht paralysiert. Yes. Immerhin. Ach du Scheiße. Ich glaube, Xerox müssen wir mal ganz schnell... oh mein Gott, es heilt sich. Mit einer Tristubeere. Nee, Xerox muss jetzt hier mal ganz schnell... nein, doch, das war gut. Boah, ich dachte schon, ihr habt mich verdrückt. Gewechselt werden, denn ich will nicht, dass Xerox drauf geht. Xerox brauche ich noch. So, Nachthieb jetzt gegen Empoleon, das ich jetzt eingewechselt habe. Und nachdem das nicht sehr effektiv ist, werde ich mal meine Chance nutzen und mein Xerox heilen. Denn ich möchte sehr wahrscheinlich mit Xerox nochmal kämpfen. In dieser Zeit hier. Und genau deswegen habe ich auf Empoleon gewechselt, weil der Flammenwurf mich natürlich jetzt überhaupt nicht kratzt. Obwohl er doch recht viel Schaden macht. Also das ist, hätte ich nicht mit gerechnet. Ja, dann machen wir jetzt noch hier schnell die Paralyse weg. Einfach so für die Sicherheit. Und jetzt hat aber Empoleon in meiner Heilzeit so viel kassiert, dass er mir fast verreckt. Und deswegen werde ich jetzt nochmal, also das hatte ich auch noch nicht, dass ich dreimal hintereinander heilen musste, einen Hypertrank auf Empoleon setzen und dann bin ich ready. Dann kann ich das Stunk-Tank endlich angreifen. Ich frage mich trotzdem, warum zur Hölle es an einer Attacke die Flammen rufen kann. Das verwirrt mich schon so ein bisschen. So, Moment, verdrückt. Jetzt kommt's aber und zwar gleich ohne zu zögern mit der Hydropumpe. Damit er mir auch nicht auf dumme Gedanken kommt. Scheiße. Scheiße. Dass er da nochmal irgendwie einen Hyperheiler hinsetzt oder so, das kann ich gerade gar nicht gebrauchen. Und jetzt bitte, Empoleon, komm schon. Mach das für alle. Ach, jetzt brenne ich auch noch, ja, sage mal. Egal, wenigstens geht die Hydropumpe durch. Und die dürfte dann eigentlich das Skuntank besiegen. War das jetzt gerade sehr effektiv? Oder habe ich mich da jetzt verhört? Ja, und wenn schon. Und damit ist Xerox auf Level 71. Ja, cool. Die Verbrennung schadet mir jetzt natürlich auch noch. Was war das für... Enecordo. Oh mein Gott, was war das nochmal? Ich glaube, da wechsle ich mal. Und zwar wechsle ich auf Mashumai. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war, aber... Ach, das war das komische Vieh. Ja gut, das wird meinen Wuchtschlag schon nicht irgendwie überstehen oder so. Mogelhieb, ja, das ist bei meiner... Kommt dieser Scheiß da, der mich jetzt auch noch zurückschreckt. Und jetzt verliebt sich Mashumai auch noch. Meine Güte, ey, komm, sei starr vor Liebe. Hau dem Vieh in die Fresse. Betrüg dich am Ende doch eh nur. Jetzt bitte, bitte, bitte. Yes, in your face.
Jawohl, und das ist sogar sehr effektiv. Liebe hin oder her. Wuchtschlag. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Und damit habe ich auch eine sehr gute Wahl mit Maschmal getroffen, so wie ich mir das erhofft hatte. Und wer Schnurrgarst? Schnurrgarst, ach du Kacke. Die Namen werden aber auch immer beschissen. Was bist denn du bitte? Also dich haben wir in 94 Folgen auch noch nicht gesehen. Aber setzt auch Mogelhieb ein, ja mein Gott. Und ich schreck logischerweise zurück. Ah, und jetzt auch noch Hypnose. Das wird ja immer besser. Jetzt schlafe ich auch noch ein. Ich will mit Maschmal jetzt diesen Kampf haben, damit er auch auf Level 70 kommt. Moment mal, das könnte er eigentlich auch, wenn ich das Pokémon wechsle. Dann wechsle ich zu Tornupto. Weil das ist mir jetzt ein bisschen zu blöd mit der ganzen Schlaferei. Mal sehen, ob ich mit Tornupto da auch weiterkomme. Anziehung geht schon mal verloren. Dann Eruption. Ich habe doch... Na scheiße, jetzt ist natürlich schon wieder verkackt. Ich habe doch noch volle KP. Oh nein, jetzt macht ihr... Oh, was? Paralysiert wegen Body Slam? Ach, komm schon. Ja, dann machen wir jetzt eben den Flammenwurf. Oh mein Gott, der bringt mich ja richtig in Bedrängnis, dieser scheiß Mars. Oh mein Gott. Scheiße. Nochmal Body Slam. Ach du Kacke. Und Tornupto ist down. Okay, dann geht mein Plan schon mal nicht auf. Den Plan hatte ich nämlich nicht. Gut, dann kommt jetzt aber mein Sherox ins Spiel. Und dieses Schnurrgas, das ist echt gar nicht so blöd. Oh nein, jetzt verliert sie auch noch Sherox. Ah, bitte, komm schon. Ja, Flügelschlag, geht doch. Und es zieht immerhin die Hälfte ab. Na, also. Oh nein, jetzt heilt sich wieder mit so einer scheiß Beere, oder was? Tristubeere. Und Hypnose, das darf doch nicht wahr sein. Boah, macht mich das Vieh fertig. Das ist krass. Dann werde ich jetzt mal die Chance nutzen und hier heilen. Und zwar mein Maschmal. Das geht ja mal gar nicht. Boah, in so einem Kampf habe ich, also in einem Kampf habe ich noch nie so viel geheilt wie jetzt gerade eben. Das geht echt mal gar nicht. So, mein Sherox heile ich jetzt auch einfach mal. Ich warte jetzt natürlich 5 Runden, bis ich wieder vom Schlaf geweckt bin. Mag sein, dass ich durch Glück jetzt gleich geweckt bin. Aber ganz ehrlich, das ist es mir nicht wert. Das riskiere ich jetzt lieber nicht. Zum Weh, ich werde jetzt auch noch paralysiert. Flügelschlag. Nein, was machst du mit mir? Ich kann es nicht fassen. Gut, dann machen wir es eben wieder anders. Wir wechseln. Auf Maschmal. Jetzt kommt der Body Slam. Der durch... Boah, was? Warum zieht denn der so viel ab? Was ist denn mit deinem Verteidigungsfeld? Wuchtschlag, komm! Oh, scheiße. Bitte überlebt Body Slam und sei nicht paralysiert. Bitte. Nein! Volltreffer! Was habe ich denn für Pech jetzt? Was ist hier los, ey? Krass! Jetzt muss Empoleon rein. Boah, hoffentlich habe ich Beleber dabei. Ich mache jetzt mal Surfer. Das ist nicht sehr effektiv. Das darf nicht sehr viel abziehen. Komm, jetzt der Surfer. Verbrennung ist zwar ätzend. Warum heile ich die Verbrennung jetzt eigentlich nicht, wenn ich Surfer mache? Weil Surfer müsste ja rein theoretisch mich selbst auch treffen. Oh ja, Schnurrgarst ist besiegt. Oh Gott, bin ich froh, Mann. Das Vieh hat mich echt krass unter Druck gesetzt. Das war richtig krass. Oh Gott, nochmal. Snobilikat, ja, wie cool. Snobilikat haben wir auch noch nicht gesehen. Ich wollte jetzt eigentlich wechseln, aber... wisst ihr was? Ich mach mal das hier. Meine Reserve-Pokémon, Brutalander, feiert sein Comeback. Mit Level 60 gegen ein Level 68 Pokémon. Wow. Snobilikat, also das ist echt krass. Das ist Snobilikat, haben wir Mountie überhaupt schon mal gesehen? Keine Ahnung. Ich werde jetzt auf jeden Fall... Boah, hätte mich jetzt eingeschläfert, dann wäre ich ja ausgerastet. Ich werde jetzt erstmal in die Luft fliegen. Okay, Zuschuss. Eine Attacke, die natürlich daneben geht. Fliegen. Bam! Und bitte setz... Zieh ein bisschen was ab. Ja, 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 ja. Wow, das war gar nicht mal so schlecht. Interessant. Fliegen ist natürlich ziemlich mächtig, aber ich hätte nicht gedacht, dass es so viel abzieht.
Was setzen wir dann noch ein? Ich würde sagen, einfach nochmal fliegen, oder? Yes! Perfekt! Schutzschild, es hätte eh die Attacke abgewehrt. Das heißt, wir gehen jetzt nach oben. Wenn es nicht Schutzschild macht, dann haben wir das Perfekte gemacht. Ja, Hypnose, perfekt. Und Bruder Lander holt das Ding nach Hause. Yes, Commander Mars ist besiegt. Wow, das war ein langer, epischer und krasser Kampf. Nicht schlecht, Commander Mars besiegt. Immer und immer wieder, Mann. Yes. Ich habe schon wieder verloren. Zuerst beim Windkraftwerk und jetzt am See der Wahrheit. Das büßt du mir. Einem Commander von Team Galactic sollte so ein Missgeschick nicht passieren. Ruhig jetzt, Mars. Mein Part habe ich immerhin erledigt. Meine Mission war es, das Pokémon aus dem See zum Hauptquartier zu bringen. Stimmt. Ich habe meine Mission ohne Probleme erfüllt. Leute, wir ziehen uns zurück. Der Boss wartet im Hauptquartier. Irgendwie sind die Pokémon der Seen miteinander verbunden. Dank Saturns großartige Leistung erschien hier eine Höhle. Oh. In just dieser Höhle schlief das Pokémon Vesprit. Vesprit ist vermutlich aufgetaucht, um den Seinen zu helfen. Das hat perfekt gepasst. Und einfach zu fangen war es auch. Ha! Und jetzt haben wir sie alle. Vesprit, das fühlende Wesen. Tobutz, das starke Wesen. Und Selfe, das wissende Wesen. Jetzt, da wir sie alle in unserer Gewalt haben, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was Team Galactic für euch vorbereitet. Habe die Ehre. Jetzt verstehe ich. Das ist auch am See der Kühnheit geschehen. Ein weiteres legendäres Pokémon wurde vom Team Galactic entführt. Ihr beide habt es mit einer Gruppe skrupelloser Krimineller aufgenommen. Allein, dass ihr unbeschadet davongekommen seid, ist eine Freude. Was aber ist mit dem See der Stärke? Ist Jerome in Sicherheit? Keine Ahnung. Wulf, du musst dich sofort zum See der Stärke begeben. Ich mache mir Sorgen um Jerome. Ich nicht. Wulf, was führt dieses Team Galactic im Schilde? Hoffentlich passiert dem Pokémon, die aus den Seen entführt wurden, nichts. Ja, ich hoffe natürlich auch nicht. So, was wir jetzt machen werden, ist mal ganz kurz Surf einsetzen, um mal auf die andere Seite zu fahren. Vielleicht wartet da ja irgendwie ein Item oder so. Dann ein Kampf, vielleicht fangen wir noch ein Pokémon. Nein, wahrscheinlich eher nicht. Oder doch, wartet mal. Und in Folge 96 werden wir dann zum See der Stärke gehen. Ja, erst 96. Denn in der nächsten Folge gibt es ja ein kleines Special von mir. Einige können es erahnen, was kommt. Ich habe es ja schon länger mal angekündigt. Und ansonsten lasst ihr euch einfach überraschen. Und wir schwimmen jetzt einfach mal darüber. Ich sehe da schon, da ist so ein kleiner Berg. Wir treffen auf ein Quapsel. Ja, wie süß. Kleines Quapsel. Cool. Ja, Quapsel will ich auf jeden Fall fangen. Vielleicht wird das auch schon direkt Part meines Specials, dieses Quapsel. Spätestens damit sollte ich eigentlich angedeutet haben, was passieren wird. Beutel, Ball. Ach komm, ich mache einen Hyperball, der Flopball. Der hat mich jetzt ein bisschen enttäuscht. Die letzten Male. Ah. Und mit dem Hyperball darf das Quapsel eigentlich keine Chance haben. So ist es auch. Quapsel wurde damit gefangen. Wunderbar, wunderbar. Das freut mich jetzt sehr. Für Quapsel wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Seine Haut ist so dünn, dass man die inneren Organe sehen kann. Ugh. Es hat Schwierigkeiten beim Laufen. Ja, das kleine Quapsel. Ich helfe dir, Quapsel. Ist kein Problem. So, dann geht's jetzt hier mal rüber. Wie weit geht denn das da? Cool. Das habe ich mir schon gedacht, dass so ein Pokéball hier ist. Feuersturm! Na Mensch, wenn das nix ist. So, und dann gibt's hier nichts mehr? Nein, aber wir warten hier noch darauf, dass wir auf ein Pokémon treffen. Vielleicht ist hier irgendwie was Besonderes. Oder gar keins. Nein, da ist noch eins. Einen Kampf gönnen wir uns jetzt noch gegen... gegen Endivier. Nein, Endivier brauchen wir nicht. Endivier haben wir nämlich schon. Das heißt, wir werden sofort flüchten. Dann werden wir doch nochmal ganz kurz Surf einsetzen auf die andere Seite. Nur mal ganz kurz, um das anzugucken. Oh, oder auch nicht. Oder auch nicht. Ah, es ist ein Quapsel. Okay. Das ist dann natürlich kein großes Ding. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt noch schaffen. Wahrscheinlich eher nicht. So, wir fahren dann noch ganz kurz rüber. Und da ist die Höhle. So, und da haust normalerweise das legendäre Pokémon in dieser Wassergrotte.
Aber hier ist natürlich jetzt nichts, denn es wurde ja entführt. Und damit verabschiede ich mich für diese Folge. Wir sehen uns in der 95. Folge wieder. Es wird ein Schnitt geben. Wir werden nicht hier weitermachen. Aber was genau passieren wird, lasst euch überraschen. Wird auf jeden Fall super. Und bis zum nächsten Mal.